soll er Maske aufsetzen. So interessiert er mich, wie es mir geht, weil sie einfach nur Angst haben. Sie haben Angst, weil sie alle Bedrohungen glauben, die sie im Fernsehen und Radio von morgens bis abends serviert bekommen. Man darf ihnen also nicht böse sein. Sie sind aggressiv, weil sie Angst haben für unsere Freunde da hinten. Angst hat man ja meist vor dem Unbekannten. Wenn man eine Gefahr einschätzen kann, wird sie berechenbar und die Angst wird kleiner. Aber aus den Medien kriegen wir keine klaren Aussagen. Da hören wir meistens nur, die Fallzahlen steigen oder ähnliche Schreckensnachrichten oder Bilder. Da wird mit willkürlichen, geheimnisvollen Zahlen und R-Wertformeln jongliert, die eine wissenschaftliche Präzision suggerieren sollen. So kann man natürlich Angst aufrechterhalten und mit den so eingeschüchterten Menschen kann man dann machen, was man will. Sogar die Grundrechte mal eben wegnehmen. Aber das wollen wir nicht. Die Menschen werden ihre Angst verlieren und wieder selbst klar denken können, wenn sie die Wahrheit erkennen. Aber wem soll man denn jetzt glauben? Der Regierung, die behauptet, dass sie uns schützen will und dafür eben unsere Freiheitsrechte mal wegnimmt? Oder uns bösen Gefährdern und verdächtigen Verschwörern? Ich bitte einmal alle Rechtsradikalen mal kurz aufzuzeigen. Keiner? Okay. Krude Verschwörungstheoretiker einmal aufzeigen. Gegebenenfalls auch entsprechende Fahnen hochhalten, auch nicht. Naja, das ist dann für die Presse natürlich weniger interessant. Wer meint denn, der bürgerlichen Mitte mit der gesamten Bandbreite unserer demokratischen Gesellschaft anzugehören? Oh, sind schon ein paar mehr, ne? Na gut, für die Presse dann weniger interessant. Also, wem soll man denn nun glauben? Ich versuche es mal anhand von zwei prominenten, konträren Fachleuten zum Themenkreis Corona zu klären. Esst ein Brötchen, trinkt ein Kakao und dann ist das schon gut. Ne? Da haben wir Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité. Den kennt fast jeder. Er liefert der Regierung deren Argumente. Und dann gibt es Suparet Bhakti, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe. 1991 bis 2012 Institutsleiter der Guten Universität in Mainz, wo er ca. 15.000 Mediziner unterrichtet hat in diesem Gebiet. Und er ist jetzt nur noch in der Forschung tätig. Den kennen nur einige. Er zweifelt viele Aussagen von Drosten an. Wer von beiden hat denn nun Grund, Unwahrheit zu sagen? Professor Bhakti? Vielleicht, weil er Bücher verkauft? Die hat er aber kostenlos bereits online gestellt. Oder weil er Karriere machen will? Das hat er also bedingt auch nicht mehr nötig. Oder hat vielleicht der Drosten einen Grund, die Unwahrheit zu sagen? Seine Abteilung in der Charité ist die bundesweite Koordinierungsstelle aller Unikliniken zum Erfassen der Daten zu Covid-19. Für dieses Forschungsnetzwerk stellte das Bundesministerium für Bildung und Forschung 150 Millionen von eurem Geld zur Verfügung. Und Herr Drosten koordiniert. Kann man da finanzielle Abhängigkeit vermuten? Wer von beiden hat eine klare und nicht widersprüchliche Meinung zu dem Thema? Professor Bhakti bagatellisiert die Corona-Grippe nicht. Aber er sagt, dass sie nicht gefährlicher ist als die Influenza-Grippe des vorigen Jahres. Es gab 27.000 Influenza-Tote in Deutschland. Dieses Jahr haben wir trotz aller Statistiktricks bisher 15.600 Corona-Tote. Drosten spricht aber immer noch von einer großen Welle, bei der es sehr viele Tote geben wird. Da er auch im Klinikum arbeitet, müsste er sehen, dass da nicht viel los ist. Im Februar war übrigens auch der Meinung, Corona sei eine eher harmlose Grippe, die die oberen Atemwege befällt. Ja, was denn nun bitte? Wer von beiden lag in der Vergangenheit mit seinen Einschätzungen richtig und wer
eher falsch. Bei der Schweinegrippe 2010 hat Drosten ähnlich düstere Prognosen gestellt wie heute. Es wurde daraufhin für weit über 100 Millionen Euro von eurem Geld Impfstoffe gekauft. Kaum einer ließ sich impfen.